sieht so aus, so von wegen: Hey, come with me, bro. Okay. Hallo, mein Name ist Luke und herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video. Bin die Tage mal so durch Instagram gestöbert und habe dann so ein Profil gefunden. Things I have drawn. Auf Deutsch übersetzt ist der Profilname also sowas in die Richtung wie: Ja, das sind Sachen, die ich gemalt habe. Und dann als Profilbild haben sie dieses hier. Sehr, sehr kreativ. Okay, was soll ich sagen? Ich meine, mein Profilbild besteht aus einem Smiley. Ja. Also not that creative. In der Bio hat dieser Account drinstehen: My name is Dom and I have joined Instagram to show how amazing at drawing I am. My brother Al is also now contributing. Dad takes the photos. Also wird dieses Profil geführt von drei Personen. Einmal ein kleiner Junge namens Dom, sein noch kleinerer Bruder namens Al und der Vater, der die Fotos macht. Übrigens hier, Leute, könnt ihr ab morgen... Morgen... Morgen! Luca-shop.de. Morgen, 16 Uhr. Luca-shop.de. Aber ich komme jetzt mal auf den Punkt. Dieser Instagram-Account besteht daraus, dass die beiden kleinen Brüder, Al und Dom, Bilder malen mit einem Bleistift auf einem Blatt Papier und der Vater photoshoppt das in die echte Welt. Und ich denke, wir alle wissen, wie gut kleine Kinder malen können. Das hier ist das erste gemalte Bild von einem der kleinen Kinder. Und zwar soll das wohl irgendwie ein Bär sein, der hat seinen Mund auf und brüllt halt so ein bisschen, hat den einen Arm oben, den anderen Arm irgendwie unten. Und das, was der Vater jetzt macht, ist quasi diesen Bären ins Real Life zu photoshoppen. Und zwar sieht das Ganze dann so aus. So bescheuert. Hier hat einer seiner Söhne den Shard Tower aus London gezeichnet. Ich zeige euch hier mal ein echtes Bild von dem Shard Tower. Da der bei dem Sohn allerdings so aussieht, hat sich der Vater gedacht: Yo, ich photoshoppe den mal in London rein. Und zwar sieht das Ganze dann so aus. Ziemlich gerade. Super. Das hier soll irgendein Frosch sein mit gelben Füßen. Und einem relativ kleinen Kopf. Ein paar Sekunden später. Sorry, bei mir wird gerade eine Couch geliefert, also deswegen schaut es ein bisschen hackback krank. Wir waren stehen geblieben bei diesem Frosch hier und zwar sieht der in Real Life so aus. Richtig Hammer. Vor allem mit den Beinen, finde ich. Das hier ist nicht die Sonne, sondern ein Löwe. Kann man nicht erkennen? Ja, ich auch nicht. Jedenfalls sieht der Löwe gefotoshoppt dann so aus. Mit dieser Fresse. So eine Missgeburt, Alter. Ich glaube, wenn mir so ein Löwe in der Wildbahn begegnen würde, wäre mir scheißegal. Das hier soll ein Zebra sein, was der kleine Junge da gemalt hat. Allerdings hat es das Gesicht halt irgendwie schief und das hat der Vater auch bei dem Photoshop-Bild bedacht und das Ganze so dargestellt. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Ist die Taube gerade gegen den Schornstein geflogen? Hey, pass mal auf! Hey, Taube, bist dumm in deinem Kopf von Leben her. Das hier ist irgendeine Mischung aus einer Rakete, einem Flugzeug und einem Vogel. Und der Vater hat das Ganze in Photoshop dann so dargestellt. Damit würde ich definitiv nicht fliegen wollen. Haltet euch fest, Freunde, jetzt kommt ein Elefant. Mit ultra fetten Beinen. So sieht der in echt aus. Ja. Ich blende die Sachen die ganze Zeit hier links ein. Ich glaube, ich blende das jetzt mal rechts ein, damit das so ein bisschen Abwechslung ist. Was das hier ist, weiß ich nicht. Irgendwie soll das wohl ein Schaf darstellen. Ich finde, es sieht überhaupt nicht aus wie ein Schaf, sondern eher wie so ein Monster von Monster Age. Der Vater hat das Ganze dann in echt gezeichnet und zwar so. Ja. Sieht so aus, so von wegen: Hey, come with me, bro. Das hier ist irgendwie eine Mischung aus einem Schwan und einem Schneemann, der irgendwie gemacht wurde. Deswegen hat der Vater das dann halt irgendwie so dargestellt. Also so eine Schwan-Schneemann-Mischung im Eis und halb verkrüppelt. Leute, ich gebe euch jetzt 10 Sekunden Zeit, um in die Kommentare zu schreiben, was das hier ist. Schreibt es in die Kommentare. Ihr habt 10 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Eine Giraffe. Ich komme da echt nicht drauf klar. Das war's hier vom Video, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es das getan hat, lasst mal einen fetten Like da. Und bei 400.000 Likes verlose ich euch.
mein Handy. Nee, werde ich nicht machen. Ich habe gesehen, dass Bibi die Tage ein Video hochgeladen hat, wo sie einfach gesagt hat, yo, ich liebe meine Abonnenten so sehr und als Dankeschön verlose ich euch 40 Millionen iPhones und 400 Millionen PlayStation 4 und ich denke mir nur so, spende dein Geld vielleicht, anstatt uns ganzen konsumversierten Menschen noch mehr Luxusgüter zu geben. Also ey, das ist, würde ich nie machen, sowas. But let's focus on the good things. Es ist bald schon Weihnachten und ich weiß gar nicht, wieso ich euch das gerade sage. Ich hab Hunger. Oh. Ich bin gerade einfach wirklich weggegangen.